Und da werden wir wieder bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Awakening, hier mit mir, Sefi. Ja, im letzten Part haben wir Cynthia, das Kind von Henry und Sumire, abgeholt und rekrutiert für unsere Zwecke, damit sie jetzt für uns in die Schlacht zieht. Toll, yay! Dann holen wir mal das nächste Kind ab. Wir haben ja noch ein paar, die wir machen können, bevor die Kapitel ein bisschen zu hart für uns werden. Ich guck mal kurz, was haben wir denn noch? Wir könnten, was war denn hier? Nummer 9. 10 wäre hier das nächste, aber wir haben ja hier noch Nummer 6 und wir haben Nummer 7. Ich würde sagen, wir machen hier bei Nummer 6 mal weiter. Mal gucken. Also ich habe die Mission ziemlich schwierig in Erinnerung, deswegen hoffe ich, wir schaffen das überhaupt. Nebenquest 6. Ein Mann für Blumen. Warum müssen Berge so verflucht steil sein? Hier, trink etwas Wasser. Danke, Olivia, du bist ein wahrer Goldschatz. Oh, nicht doch, ich fuchtle meist nur ein wenig herum und nenne es Tanzen. Daher habe ich mich dazu entschieden, mir neue Aufgaben zu suchen. Deine Tänze sind spektakulär. Dir zuzusehen muntert mich immer auf. Ein Schinken, der eine Treppe herunterfällt, hat mehr Eleganz als ich. Allein der Gedanke an Zuschauer lässt mich zusammenfahren. Hey. Sefi, wir sind jetzt in der Nähe des Banditenlagers. Diese Bande hat die herumliegenden Dörfer lange genug terrorisiert. Holen wir sie uns. In Ordnung. Not today. Heute nicht, Schurke. Jetzt bist du in Sicherheit, meine wilde Blume. Inigo! Genug der Tränen, Liebes. Komm und schenk mir ein Lächeln. Vielleicht auch ein freundliches Zwinkern, falls mich das nicht gierig erscheinen lässt. Inigo, du Dummkopf, den Bandit, den du getötet hast, hatte... Dutzende Freunde, die furchtbar unhöflich zu mir sein wollen. Ja, das weiß ich. Sorge dich nicht. Ich werde sie erledigen und bin rechtzeitig zum Tee wieder hier. Geh nicht, Inigo, sie werden dich töten. Hoho, um mir mein makelloses Antlitz entstellen? Das glaube ich kaum. Doch du willst sie doch sicher auch loswerden, damit ihr in Frieden neu anfangen könnt. Natürlich, aber... Dann mach nicht so ein trauriges Gesicht, mein Liebes. Ein Nächchen wie das deine ist zu wertvoll, um auf Dauer ohne zu leben. Wir sehen uns im Dorf, sobald ich dieses nervige Banditengeschmeiß erledigt habe. Dann können wir gerne über meine Belohnung verhandeln. So, dann gucken wir uns mal an. Hier haben wir Inigo, der hat ja wirklich zauberhafte Werte. Naja, wenigstens hat er Glück 4 plus 4 von Olivia geerbt. Ich glaube, mehr kann er auch gar nicht erben. Und was witzig ist, er hat sowohl Voraussicht, was den Angriff, ich meine den Angriff, die Trefferquote und das Ausweichen plus 15 steigert, wenn diese Einheit einen Angriff startet. Und er hat Geduld, was quasi dasselbe ist, nur halt sich aktiviert, wenn er angegriffen wird. Das gibt ihm quasi einen Permaschutz. So, die Herausforderung wird es aber sein, dass diese Armee hier gleich auf uns zukommen wird. Und auf der anderen Seite haben wir diese entzückende Armee. Oh, hier sogar eine Wirbelwind und Rexcalibur. Das kann dann fest werden. Von daher weiß ich gar nicht, ob wir das überhaupt packen können. Mit unseren normalen 0 auf 15 Einheiten. Aber ich schätze schon. Wann können wir denn alles mitnehmen? Gregor, du bleibst zu Hause. Ich glaube, das wird hier ein bisschen hart für dich. Ich glaube, ich würde Cynthia ganz gerne mitnehmen, damit sie ein paar EP kriegt. Aber ich glaube, okay, die hier gehen eigentlich. Die Dinger hier sind bei weitem schlimmer als die Dinger, die hier drinnen uns erwarten. Naja, so. Ich werde Lucina und Lindfan werde ich gleich hier nach oben schicken, weil Lucina hier noch ihren Adelsreiper, also ihren Reiper hat. Und sich halt mit Eva auch heilen kann. Stelle ich sie einfach hier auf den Busch und hoffe einfach mal das Beste. Die Magier muss Lindfan dann auseinandernehmen. Hat Cordelia noch einen... Frederik hat den. Und... Da steht. Nein, er hat das nicht. Ich schalte mal wieder so rum. Dann gebe ich Cordelia mal noch einen... Bestientöter. Wir haben ja noch einen. Den wir vorhin gekauft haben. So, dann können die nämlich ein bisschen für Angst und Schrecken machen die denn. Wie hier irgendwas. Verteidigung plus 5. Das ist gut.
Mal sehen, wir hatten hier die... ich glaube, das gebe ich mal zu mir. Bezahlt die starken Waffen aus dem Schrank zu holen. So, dann kann sie nämlich ihre Verteidigung ein bisschen erhöhen, hält ein bisschen länger durch. Haben wir hier vielleicht bei den Äxten noch irgendwas Praktisches? Ich weiß, sie braucht nicht mehr viel, aber wir haben hier noch einen rumfliegen. So. Dann kann sie nämlich Amarz gleich mitnehmen. Und ihre Verteidigung ebenfalls noch ein bisschen erhöhen. Ich hoffe, das kann sie ganz gut gebrauchen. Vielleicht sollte ihr noch einen Wurfball oder so mitgeben. Hier, die Silberaxt kann zu Hause bleiben. Ja, Wurfaxt. Nice. So, haben wir noch einen Langspeer. Ich weiß, dass Cynthia die Langspeerwaffe hat. Die Kurzspeerwaffe, genau. So. Hier noch ein Schwertchen. Hier ein Stahlschwert für Stahl. Kurz kratzen. Können wir das Nosferatu noch aufladen? Leider nicht. Dann gebe ich ihr das mal von Henry. Die bleibt ja jetzt eher zurück, möchte man meinen. Weil, nee, das ist auch doof. Würde ich jetzt ja nochmal rausgehen und noch was holen, aber dann muss ich hier wieder alles durchklicken. Da habe ich auch keine Lust drauf. So. Ich speichere nochmal. Und wir legen los. Really? Ihr Lager ist gleich davon. Wir sollten bald. Was ist denn da los? Ihr Götter, dieser Verrückte kämpft allein gegen die Banditen. Hirten, zu mir. So, das Erste, was ich mache. Inigo, nicht in den Selbstmord rennen. Bist du denn verrückt, Kind? Bist du verletzt? Ich? Um einen schnelligen Gesellen wie mich zu verletzen, bedarf es mehr. Und wer seid ihr? Ihr scheint mir freundlich gesinnt zu sein. Ich bin Chrom, Prinz von Nilisse. Wir sind hier, um uns um die Banditen zu kümmern. Hilfst du, willst du uns dabei helfen? Chrom, dann seid ihr Lucinas. Was sagst du da? Wolltest du nicht gerade was sagen? Bitte, ich bitte euch, stellt mich nicht so an. Das macht mich unglaublich schüchtern. Ich finde, du hast mich gerade angestarrt. Aber Moment, woher kommt mir so ein Verhalten bekannt vor? Denn ja, wir haben hier einen gemeinsamen Feind. Eure Hilfe ist sehr willkommen. Werdet ihr diese Position halten können? Ich weiß nicht recht, wie ist dein Plan? Ich will diese Rattenplagen davon abhalten, die umliegenden Dörfer anzugreifen. Sobald das getan ist, bin ich zum Tee mit der hiesigen Wildblume hier verabredet. Nun, da das besprochen ist, werde ich mich gleich an die Arbeit machen. Setz den Kessel auf, Spätzchen. Ich bin bald bei dir. Es ist sicher angenehm, so simpel gestrickt zu sein. 5 tote Banditen sollten genügen, um ein einfaches Bauernmädchen zu beeindrucken. 6 könnten mir sogar einen sanften Kuss anbringen. Klingt verführerisch. Ja, und bei Inigo ist es so, je mehr Gegner er quasi in diesem Kapitel bekriegt, umso bessere Belohnungen kriegen wir. Also wenn er 5 Gegner besiegt, kriegen wir das Beste, was, oder ich glaube 6 Gegner. Ich weiß nicht, ob es 5 oder 6 waren. Jedenfalls, wie er gerade schon angedeutet hat, wenn wir genug Gegner besiegen, bekommen wir eine interessante Belohnung. So, die tapferen Recken hier sind schon auf dem Weg. Wir müssen unsere Vorbereitung weiter treffen. So, ich hoffe, das Teil hält ein bisschen. So. Ich muss mal kurz gucken. Hat 71. Oh, na gut, die sind glaube ich auf dem Level. Nee, gar nicht. Cordelia ist ein Level höher. Ist zu mir tatsächlich gewachsen. Ja, ich habe mir lange ihre Werte nicht angeguckt. Der Speed ist echt unglaublich. Ich glaube, hier sind bei beiden Seiten da. Sterix Calibur Nutzer. So, die Strategie wird ein klassisches Hit und Run sein. Wie man es aus dem Buch kennt, sozusagen. Und sobald der... Entweder schalten wir den Windmagier hier schnell aus oder wir warten darauf, dass Lucina ihn erledigen kann und schützen uns dann auf den Rest. Und auf der anderen Seite machen wir es quasi genauso.
Und die Fußeinheiten werden wir hier im Wald verstecken, in der Hoffnung, dass wir eher alles besiegen können. Die Alternative wäre, hier schnell alles platt zu machen und sich hier dann zu verschanzen. Das Problem ist, ihr räumt hier erstmal alles leer und versteckt dann alle Einheiten. So, ich hoffe, das geht jetzt einigermaßen gut. Haben wir noch ein Windbuch im Vorrat? Das wäre äußerlich hilfreich. Hier probieren wir mal einen Elfenwind aus. So. Wir haben Sonne, also damit müssten wir eigentlich überleben. Haben wir vielleicht noch irgendwas im Vorrat mit... Ach, wir können gar nicht mehr auf den Vorrat zugreifen. Na gut, dann müssen wir so unsere Überlebenschancen maximieren. So... Da kommen nur Magieeinheiten hin. Das sind eigentlich fast nur Magieeinheiten. Aber ich stelle Cordelia hier mal hin, dass sie da gleich eingreifen kann. Also, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich träume davon, einen Tanz. Ich meine, die Herzen der Frauen zu erobern. Ich wollte eigentlich ein Item haben. So, hier sind zwei magische Einheiten. So, dann hoffe ich mal, dass das so gut geht. 18, doppeln die? Das könnte ein Fehler sein. Wir haben auch keinen Sammeln mehr hier, ne? Schade. Ich hab's überlegt. Ciao. Safety first. Oh, Verteidigung. Nice. So, dann hoffe ich mal, dass das hier gut geht. Und sich hier nicht zum Massaker entwickelt. Das wäre nicht so pralle. Also wir verlassen uns hier eigentlich darauf, dass sie gut genug ausweicht, um alle Schläge, um den Schlägen aus dem Weg zu gehen, dass Lymphon sie entweder beschützt oder dass sich ihr Aether aktiviert und sie sich heilen kann. Das klingt für mich nach einer guten Strategie. Hier auf der Seite sieht es ähnlich aus, nur dass wir uns hier auf Stonne verlassen können, was wesentlich zuverlässiger ist, weil es sich halt nicht geteilt durch zwei aktiviert. Na, schade nur, dass die Dunkelschwingen so eine hohe Resistenz haben. Man muss Chrom gleich mit angreifen, sonst wird das nichts. Chrom, ich hoffe, du drehst gleich wieder um. Vielen Dank. Kriegst einen Keks. So, für den reicht's locker. Vielen Dank, kriegst noch einen Keks. Kriegst einen großen Keks. Naja, mit Strategie hat das hier nicht viel zu tun. Es ist einfach, schick den überlevelten Charakter in die Menge und hoffe, dass es gut endet. Aua. Da haben wir aber echt mehr Glück als Verstand. Und ja, ich weiß, dass es mehr Sinn macht, die Kinder erst abzuholen, wenn die Eltern... aua! Wenn die Eltern hochgelevelt sind, weil dann die Kinder auch stärker sind. Auf der anderen Seite möchte ich die aber halt auch ins Let's Play einbinden und in den Kapiteln benutzen, weil wir hier ja nicht so viel Aftergame machen, sondern für das letzte DLC quasi in... den Spielstand wechseln, auf den ich schon ein Team vorbereitet habe und ich da ganz gerne bis dahin die Kinder dann halt schon gerne rekrutiert habe und auch im Team benutzen möchte. Und ja, ich erinnere nochmal daran, dass ich hier keinen Wirbelwind akzeptiere.
Oh, du hast nicht angegriffen. Das macht mich traurig. Na toll, die kommen da nicht ran. Aber jetzt. So, hat er zumindest einmal gekillt. Hätte ja zumindest ein Level abgeben können, ne? Oh, haben die alle Magie? Nein, nur der hier. Da kommen wir leider nicht hin. Und das würde sehr blutig für uns enden, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen stellen wir uns mal hier hin. Packen das Nosferatu aus und hoffen, dass es durchhält. Wann kommen die denn? So, ich rette sie mal hier mit rein. Hier haben wir uns um alles gekümmert. Gut, dann können wir uns hier mit unseren restlichen Einheiten jetzt auf da oben konzentrieren. Also diese Greifenritter sind jetzt nicht so das Problem. Die kann man mit einem fähigen Schwertkämpfer oder mit einem Magier eigentlich ziemlich gut aus dem Weg räumen. Was ich hier wirklich als Probleme achte, sind diese Dunkelschwingen. Vor allem die da in der Ecke, die da mit Rex Calibur rumläuft. Aua. Sehr schön. So, dann überlegen wir uns jetzt mal, wie wir hier alle kaputt machen. Ja, da fehlt natürlich genau ein Schrein KP, ne? Stahl, ja, Stahl hat mehr Angriff. Naja, wir hoffen mal, dass Cordelia mit angreift. So, haben wir die Bedrohung schon aus dem Weg geräumt. So. Und ich würde sagen, das soll es für diesen Part auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und bis dann sage ich, ciao!